steckt in uns drin. Und durch den Heiligen Geist ist dieser Segen wirklich absolut in uns. Und ich kann dieses Buch sowas von empfehlen, für Leute, die Ängste haben. Also es gibt einige interessante Geschichten über Ängste, was er da schreibt. Zum Beispiel sein Enkel, der ist einmal so krank geworden, so schwer. Und er hat dann gebetet und hat auch, ja, hat es auch relativ schnell erreicht. Der hat einen ganz starken Ausschlag gekriegt, den ganzen Körper irgendwie so total viel Pusteln und alles Mögliche. Und der war noch ganz klein. Und dann hat er auch irgendwie gebetet und hat er geglaubt. Und plötzlich nächsten Tag, kurzzeitig war es weg, und dann kam dieser Ausschlag und das Ganze kam dann wieder. Und dann hat er sich gedacht, was ist denn da los? Warum kommt denn das wieder? Und dann hat er gewusst, an Gott kann es nicht liegen, also liegt es an mir. Dann ist er zum Herrn gegangen und hat gefragt, Herr, was ist los, was mache ich falsch? Er sagt, ja, das eine machst du schon richtig, dass du betest und dass du glaubst und dass du bekennst. Und dann beginnst du plötzlich zu grübeln in der Nacht und Angst zu haben. Und diese Sorge, hat dann der Herr zu ihm gesagt, wenn du diese Sorge annimmst und wenn du da drin bleibst, dann kann ich dir nicht mehr helfen, dann kann ich nicht mehr heilen, dann versperrst du mir alle Möglichkeiten, irgendwas richtig oder gut zu machen. Und dann ist er draufgekommen, dass er das einfach lassen soll. Und der Teufel hat ihm zwar dann immer wieder eingeredet, wenn wieder die Situation kam, weil der Sohn, das dann tatsächlich, ist er wieder besser geworden. Und dann hat ihm der Teufel wieder eingeflüstert, naja, passt bloß auf, jetzt musst du deinen kleinen Sohn, steh auf, du musst ihn wieder zudecken. Und hat er gesagt zum Teufel, sollen ihn doch die Engel zudecken, lass mir meine Ruhe. Und hat da richtig, ist er dagegen, gegen seine eigenen, oder gegen diese fremden Gedanken, wo sie gekommen sind. Wir wissen es so oft, wie diese Ängste und Sorgen und alles Mögliche, was man sich so künstlich meistens macht oder immer macht oder was von außen auch kommt, dass das nicht gut ist. Und das ist da drin wirklich sehr, sehr gut beschrieben. Ja, mehr möchte ich jetzt nicht mehr dazu sagen, aber am besten kauft es euch einfach. Das gibt es bei uns da. Dankeschön. Halleluja. Ja, in jedem Buch steckt irgendwie, ist Gottes Wort, viele Bibelstellen. Und wir haben eigentlich zu vielen Themen Bücher, sehr viele. Und ja, mich persönlich hat Gloria auch sehr gesegnet. Auch sie hat früher immer geschrieben, dann sie hat wieder irgendwie geträumt vor dem Haus, dann hat das Haus sich, gestaltet und eingerichtet und so weiter. Und dann habe ich gedacht, jetzt glaube ich auch mal für was Besseres. Und weil ich habe immer meistens gebraucht, also alte Häuser wieder schöner gemacht und viel geputzt und immer wieder hergerichtet. Dann, bevor ich hier nach Bad Griesbach gekommen bin, habe ich dann zum Herrn gesagt, falls ich nochmal umziehe, dann will ich aber ein schöneres, ein neueres Haus, so wie die Gloria. Und ja, das ist in Erfüllung gegangen hier. Ich bin in ein schöneres Haus gekommen, ein großes Haus. Und der Herr ist wirklich gut, er erfüllt Wünsche. Und wichtig ist, dass man einfach wächst im Glauben, dass man zunimmt und dass man das, was man immer gerade kriegt, dass man das einfach nimmt, wie ein Prediger, ich glaube, John hat das gesagt in München, John Angelina, wenn dir der Schuh passt, dann zieh ihn an, nimm dir den Schuh. Du musst jetzt nicht vielleicht alles verstehen, aber nimm dir einfach das, was du verstehst und nimmst, zieh es an. Genau. Und es ist heute der Robert Eck, das ist ein Freund von uns, schon über 20 Jahre. Er hat erzählt, er ist 2000 zum Glauben gekommen und 2001 ist er schon zu uns dann nach Rundin gezogen. Und ich kenne ihn schon, so als ganz jungen Christen. Und damals hat er noch, du hast eine Zeit lang mit dem Radl in die Arbeit gefahren, gell, von da noch. Aber ich muss ehrlich sagen, er war so hungrig und er ist wirklich dann gut gewachsen und der Herr hat ihn gesegnet und ihm Gunst gegeben immer mehr, obwohl er damals keinen Führerschein, er musste ihn abgeben wegen, Alkohol, gell? Aber der Herr hat ihn geheilt von dem, er ist wirklich ein starker Nachfolger geworden vom Herrn und hat ihn so mächtig gesegnet immer wieder, auch jetzt mit dem Haus und ich habe wirklich das mitverfolgt in seinem Leben. Und was ich mir auch noch erinnern kann, das ist, der Manfred wollte immer
Hörbücher machen. Und er hat ja schon angefangen, Hörbücher aufzunehmen in seinem Studio. Und dann der Robert hat ihm aber dann geholfen, diese Hörbücher zu vervielfältigen und auch online und das alles zu machen. Also das war auch eine sehr gute Investition, Robert, was du da damals gemacht hast. Da sind wir echt dankbar, dass du da das mit angefangen hast und dass diese Hörbücher jetzt gibt und dass wir immer mehr Hörbücher anbieten. Und das ist auch gut, weil die Leute kaufen nicht nur Bücher, sondern auch oft Hörbücher, die nicht so gerne lesen. Und das, der Glaube kommt auch vom Hören und das ist auch gut, wenn man das macht. Halleluja. Ja, und die Kathi hat mit mir damals bei der zweiten Shalom-Konferenz in Passau haben wir schon Lobpreis miteinander gemacht. Halleluja. Und heute dürfen wir wieder mal zusammen Lobpreis machen. Der Herr ist gut, ja. Er segnet die Wege. Und damals bei der zweiten Konferenz habe ich damals wirklich zum Herrn gesagt, ich möchte hier einen Raum. Und ich habe mir gedacht, das Möbelhaus ist so groß, da musst du irgendwie auch die Möglichkeit geben, hier einen Raum zu kriegen. Und bei der dritten Shalom-Konferenz sind wir dann schon hier gewesen. Hat der Herr das dann schon so gemacht. Weil der Herr ist wirklich so, der sagt, der gibt da was und sagt dann, schau hier, nimm das Land ein. Ich habe ja hier viel zur Verfügung und wir haben drüben am anderen Ende vom Gebäude ist der Verlag und hier ist der Veranstaltungsraum. Halleluja. Und so wächst es, ja. Und die Revival Church ist jetzt auch schon seit, ich glaube, 2021 haben wir angefangen, Ostern. Das ist auch schon ein paar Jahre. Haben wir regelmäßig alle 14 Tage hier Gottesdienst. Und ja, die Leute, die wo kommen, die sind hungrig und die wollen zubereitet werden. Die wollen motiviert werden, die wollen befreit werden und wirklich brennend sein für den Herrn. Und das gefällt mir, dass wir auch hier in der Revival Church viele junge Leute haben, die wirklich stark werden wollen, mündig werden wollen. Halleluja. Ja, Robert. Genau, jetzt freuen wir uns auf eine Botschaft vom Robert. Und er hat auch den Dienst Revival Bayern gegründet. Könnt ihr mal gerne googeln. Also grüßt euch. Ich hoffe, dass ihr Bayerisch versteht, sonst muss ich Hochdeutsch sprechen. Das fällt mir etwas schwer. Kann auch sein, dass da richtig Freude frei wird. Ich kann jetzt nicht garantieren, was da alles passiert. Ich sage es euch, wie es ist. Ich weiß nicht einmal, was ich für Predigt predigen soll. Manchmal war das so, der Heilige Geist gibt mir meistens 2-3 Tage, bevor irgendeine Konferenz ist oder was gibt er mir Predigt. Aber diesmal stretcht er mich, bis ich da vorne stehe, dass ich dann überhaupt weiß, was ich predigen soll. Halleluja. Ihr möchtet, heute habe ich den Eindruck, das soll ein bisschen gechillt abgehen momentan. Und ich möchte ein bisschen erzählen vom Shalom Verlag, wie ich da hingekommen bin. Und ich möchte ein bisschen Zeugnis geben, was in meinem Leben abgelaufen ist, dass das alles ein bisschen locker ist. Also ich bin im Jahr 2000 bin ich wiedergeboren worden. Und wisst ihr, ich habe ein wenig eine krasse Vergangenheit gehabt. Ich war einer von den krassen Sündern. Es gibt brave Sünder, die wo nicht wiedergeboren sind, und es gibt krasse Sünder. Ich war eher in der Spalte. Und wir sind halt immer früher vorgegangen, unser ganzes Wochenende war eigentlich nur welche Disco. Wohin? Fahren wir nach München. Ringsburg ist zu wenig, fahren wir nach München. Es war nur Party und, sagen wir mal so auf Bayerisch, nur Sauferei. Und ich habe dann immer gesagt, weil mich die Leute genervt haben, ja, wann ändern sie die endlich einmal, wann wirst du einmal ruhiger und braver? Dann habe ich gesagt, wenn ich 30 bin. Weil irgendwie brauchst du einen Punkt. Wenn ich 30 bin. Und das habe ich Jahre gesagt. Und meine Schwester hat mir das gesagt, ich habe das gar nicht mehr gewusst. Und wisst ihr, was war, wenn ich 30 war? Da bin ich wiedergeboren worden. Ich habe das selber prophezeit. Jahrzehnte. Ohne dass ich es gewusst habe. Und der Hammer war, irgendwann ist mein Leben so krass geworden. Mir sind die Freundin davon. Führerschein haben sie mir nicht bloß einmal genommen, das war öfter. LKW-Fahren habe ich geliebt. Aber ohne Führerschein tust du schwer mit dem LKW fahren, ey. Und den haben sie beim letzten Mal, was wir genommen haben, das war 99, da habe ich 2,68 Promille gehabt. Vor meiner Haustüre haben sie mir mein Führerscheinchen genommen. Und dann habe ich wirklich, ich muss jetzt so sagen, auf Bayerisch die Schnauze voll gehabt mit dem ganzen Zirkus. Mein ganzes Leben ist nur aus Party bestanden. Jede Freundin, die wo ein bisschen vernünftig war, ist mir abgehauen, weil sie den Lebenswandel nicht mitmachen können. Und dann irgendwann war ich an einem Punkt, da habe ich wirklich gesagt, Gott, wenn es die gibt,
dann helfen wir. Gott, wenn es die gibt, dann helfen wir. Und dann hat es vielleicht keine Ahnung mehr gedauert. Meine Schwester war schon wieder geboren. Aber von meiner Schwester habe ich mir gedacht, ja, du warst auch schon bei den Zeugen Jehova, sage ich, mit deinem Schmarrn brauchst du gar nicht herkommen, das interessiert mich nicht. Dann komme ich trotzdem mit meiner Schwester wieder zusammen und ihr Mann, der war frisch wiedergeboren. Das habe ich damals nicht gewusst, was das bedeutet, wiedergeboren zu sein. Da haben wir vielleicht gedacht, das ist wieder irgend so ein Sektenzeug. Und der hat mich voll missioniert. Total besoffen im Wirtshaus. Also das ist fein, das braucht man nicht nochmal, gell? Das sind die Anfänge. Und der hat mir immer von Jesus erzählt. Und ich habe dann einen Deal mit Gott gemacht, habe ich gesagt, 3 Tage will ich noch Gott. 3 Tage möchte ich noch Action, mein altes Leben richtig, saufen jeden Tag. 3 Tage. Aber ich habe gewusst, wenn die 3 Tage vorbei sind, dann ist es mit dem alten Leben vorbei. Das habe ich gewusst, innerlich. Und dann, lange Rede, kurzer Sinn, die 3 Tage haben wir noch Action gemacht. Und dann war die 3 Tage vorbei. Und dann habe ich jetzt zu Jesus gebetet praktisch und habe ihn als meinen Erlöser empfangen. Und das war aber richtig bewusst, das war nicht irgend so ein Übergabegebet, hat nicht einer gesagt, du musst jetzt das beten oder so. Ich habe das selber gemacht. Und dann ist aber so krass in mein Leben aufwärts gegangen. Ich habe voll Erlebnisse, übernatürliche Erlebnisse mit Gott gehabt, mit Engel, mit Herrn selber. Und dann bin ich mit meinen Kumpel vorgegangen, wollte nochmal mit ihnen fortgehen und zusammen in Disco gegangen. Und ich sitze in der Disco drin und das hat mich dermaßen gelangweilt. Und dann sagen die zu mir, was ist los mit dir, du bist so langweilig geworden. Ja, sage ich, weil mich der ganze Schmarrn nicht mehr interessiert. Interessiert mich nicht mehr der Krampf. Alkohol haben wir daher gleich weggenommen, habe ich nicht mehr gebraucht. Disco ohne Alkohol ist auch langweilig gewesen. Und dann, so sind wir drin geguckt, keiner hat mehr gewusst, wie er mit mir reden soll. Die haben alle gemeint, ich bin außerirdisch. Was ist los mit dem? Und ich dann halt jeden verzeiht von Jesus. Und was meinst du, wie steht das? Ich so, wie gut das mir geht. Und von 20 Leuten war vielleicht einer dabei, der das ein wenig interessiert hat. Weil die haben ja alle früher kennt. Wie kann denn der was so verrückt war, wenn sie im Bierzelt auf den Tisch springen, war ich der Erste. Und wie konnte er einfach in der Disco sitzen und so langweilig sein? Und dann bin ich nach Hause, habe Bücher gelesen von T.L. Osborne. Bücher! Du hast mich immer schon jagen können mit Büchern. Musst du mal vorstellen, Bücher lesen. Dann lese ich Der Gott, der Wunder tut, oder wie es geheißen hat. Und dann habe ich eine Begegnung mit Jesus gehabt. Und wie soll ich sagen? Das hat alles schlagartig mein Leben verändert. Und dann habe ich bloß leider, die Christen, die damals zur Verfügung hatten, die mich lehren sollten, die waren total verdreht. Muss ich sagen, wie es ist. Das war eine Frau, die hat mir alles erzählt. Vom Evangelium, was gewusst hat, das war gut. Aber die hat mir auch erzählt, pass auf, wenn du im Bus steigst, da sind Zauberer drin und da sind das drin. Jetzt bist du im Bus rein, du hast schon geschaut, wo ist der Zauberer? Und dann habe ich die Bücher von Shalom Verlag irgendwie von meiner Schwester in die Hand gekriegt. Und dann habe ich da halt auch die Adresse gelesen, Shalom Verlag, Runding und so. Dann habe ich irgendwie mal beim Manfred angerufen damals. Und der Manfred hat mir dann richtig das Evangelium verkündigt. Und sagt, du brauchst gar keine Angst, und du hast die Autorität ausgerissen. Du brauchst keine Angst vor Zauberern und so einem Zirkus da. Und dann war für mich klar, ich muss da auf Rundingen, ich muss zu dem Mann Gottes hin. Weil das war ganz anders, wie die, wo mich davor da vollgearbeitet haben mit ihren Wischmasch. Und ja, dann bin ich auf Rundingen. Ohne Führerschein, kein Auto gehabt, Führerschein genommen. Von 1999 bis 2003, Radl fahren und so weiter. Und da ich ja ein totaler Rebell war, also mir hat eigentlich keiner was sagen können, außer mein Fleisch, musste ich lernen, mich unterzuordnen. Militär, vom Barras bin ich davor gekommen, weil ich natürlich Connections gehabt habe, die bestimmte Kreise, also ein Oberfeldwebel oder was, der hat sich dann darum gekümmert, dass sie mich nicht nehmen. Habe ich schon gesagt, gell, das ist Scheiß, dass sie mich ja nicht nehmen, ausmustern. Zuerst habe ich einen 2er in der Musterung gehabt und dann habe ich einen 5er gekriegt. Also ich habe schon gewusst, wie ich mich durchschlingeln kann durch das Leben. Aber Gott hat es auch gewusst, dass er Ausbildung braucht. Und dann hat er mich zum Manfred geschickt. Und dann habe ich mein Militär bekommen. Aber richtig. Putsch. Weil der Manfred damals, der war, bei dem hat es das nicht gegeben. Heute fühle ich mich nicht danach, etwas zu tun. Bei Manfred, wenn du irgendwas zugesagt hast, das weiß ich nur gut mit den Hörbüchern, habe ich den Eindruck gehabt.
habe ich gesagt, Manfred, wir kannten eigentlich Hörbücher machen. Die ganzen Hörbücher von, ja, kenne ich ja nun so auf Hörbücher. Und damals hat's noch, waren die Hörbücher nicht so verpackt, wie sie jetzt waren, die waren noch ganz anders verpackt. Der Manfred, alles klar, wenn du das vom Herrn gehörst, hast du machen. Aber weißt du, was bei Manfred war? Der hat mir das entwickeln lassen und dann hat es er aufgesprochen. Aber der Manfred ist so rasch vorwärts gegangen, dass ich nicht mehr mitgekommen bin. Jetzt bin ich Vollzeit in der Arbeit gewesen, habe nebenbei die Hörbücher gemacht. Und wenn ich Urlaub gehabt habe, dann habe ich schon 3 Wochen davor ungefähr Hörbücher vorproduzieren müssen, weil die gut verkauft wurden. Und das war der Manfred. Habe ich gesagt, Manfred, mir hat man gar nicht gesagt, wie viel du machst. Ich habe mir gedacht, der macht vielleicht 10 Hörbücher, spricht er. Aber dann waren es über 70. Und ich bin ja noch in die Arbeit gegangen. Aber ich habe jetzt das, du hast nicht sagen können, Manfred, das ist mir zu viel. Das hat es bei Manfred nicht gegeben. Wenn du A sagst, musst du B sagen. Und wenn du bis auf die Nacht um 12 Uhr deine Hörbücher machst. Und dann habe ich oft gesagt, man, haben wir gedacht, Mann, wenn das noch endlich mal vorbei war. Aber wisst ihr was, das war meine Grundausbildung, wo ich mich im Fleisch vom Militär gedrückt habe, habe ich da mein Militär doppelt gekriegt. Aber wirklich, ich muss sagen, ich habe viel von ihm gelernt, das, wenn ich heute nicht in mein Leben hätte, da würde einiges nicht so ablaufen. Also es ist manchmal, weil ist ja jeder verschieden, ne? Und wenn du dich immer vor irgendwie vor was drückst, dann irgendwann kommst du mal an einen Punkt, wo du dich nicht mehr drücken kannst. Da musst du durchgehen. Das ist so. Und manchmal brauchst du wem, der wo dir ein wenig einen Tritt gibt. Ach Bruder, wir wandeln doch alle in Liebe. Ja, aber Liebe ist nicht nur immer schnucki, schnucki, schnucki. Liebe gibt auch manchmal einen Tritt. Halleluja in Wahrheit. Und so habe ich halt da bestimmte Dinge in meinem Leben erst gelernt, mit 30 Jahren, die ich zuvor gar nicht gekannt habe. In der Arbeit zu fahren, ohne Führerschein, mit dem Radl im Winter. Der Manfred hat nicht gesagt, oh du Armer. Der hat gesagt, ja, arbeiten musst, steht im Wort Gottes steht, wer nicht arbeiten will, soll nichts essen. Oh, Altes Testament. Das sind geistige Prinzipien. Und wie soll ich sagen, bestimmte Dinge musst einfach lernen. Das fühlt sich alles nicht geistlich an, aber ich sage es euch, alles in meinem Leben, wo sich nicht geistlich angefühlt hat, ist mir der Segen geworden. Ich fühle mich auch nicht immer zum Schweben, wie in der Früh um 5 Uhr der Wecker läutet. Aber trotzdem muss ich aufstehen. Aber was mache ich aus der Situation? Alle mache ich was Gutes draus oder was Schlechtes? Preis dem Herrn. Und so habe ich halt bei Manfred bis zum Jahr ungefähr, ich glaube 2010 war ich dort. Dann haben wir ein bisschen Meinungsverschiedenheiten gehabt. Und ich war halt so ein Typ, ich wollte dann unbedingt heiraten. Und das hat immer geheißen, ja Gott, schick dir die Frau schon. Ehrlich gesagt habe ich das nicht geglaubt. Weil ich weiß nicht, ich kenne es jetzt nicht so, dass Gott die Frauen direkt zu dir in die Wohnung reinbringen. Das kenne ich nicht. Habe ich noch nicht erlebt, also seit ich Christ bin. Auf jeden Fall, dann bin ich auf Abenteuerreise gegangen. Dann habe ich gesagt, Manfred, ich muss jetzt einmal Abstand gewinnen. Ich muss da einfach weg jetzt einmal. Ich möchte jetzt selber mal ein bisschen was ausprobieren. Dann bin ich auf Reise gegangen. Ich wollte meine Frau finden, unbedingt. Und dann bin ich nach Rumänien gekommen. In Stuttgart habe ich eine christliche Freundin kennengelernt. Die hat mich gleich mit nach Rumänien genommen. Und dann habe ich Sachen erlebt, die verschiedenen Denominationen. Dann sind wir zusammengehockt mit ihren Geschwistern, haben wir in Zungen gebetet, in Geist gebetet und sind wir so gesessen. Dann habe ich mit dem Fuß halt so gewackelt. Dann sagen die, was ich mir erlaube, habe ich keine Ehrfurcht vor Gott habe, weil ich mit dem Fuß wackelt beim Zungengebet. Dann bin ich von Shalom verlangt, vom Militär heraus, damals von Manfred, und bin zu richtigen Hardliner gekommen. Und, naja, okay, dann hat es mich gleich gefragt, ja, wie viele Kinder willst du? Die haben alle einen Haufen Kinder. Also da 3-4 Kinder, das ungefähr, aber nicht mehr. Das sind so Gespräche, die musst du führen, wenn du vorhast, mit der Frau zu heiraten. Und bei den rumänischen Christen, die ich kennengelernt habe, da sind so 4-5 Kinder normal, so Standard. Und zuerst habe ich gesagt, ja, so 2. Das war jetzt nicht so ungefähr, so 2, okay, die nächsten 2 Jahre. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann bin ich mit dieser Frau nach Rumänien geflogen und dann waren wir auf so einem Open-Air-Konzert. Sie hat gesagt, da kommen ganz, ganz viele gute Prediger und
toller Lobpreis. Und heute darfst du nicht mehr sagen, Zigeuner, das, Gypsies oder wie sagt man, Romas. Ich weiß nicht, ob es Roma waren oder andere. Auf jeden Fall, die haben gute Musik gemacht. Und ich bin dort gestanden. Ich hab von Anfang an habe ich immer geliebt, wie die Christen waren, bin mit Gott Gemeinschaft zu haben. Ich wollte immer Gott erleben. Mir hat Religion nicht interessiert, auch wie die Christen nicht waren. Wie die Christen waren, mich hat mir das auch nicht interessiert. Aber Gott erleben. Gott kann man erleben. Und dann bin ich da dort und da sind ein paar hundert Leute. Und die haben dann ja eine Art Lobpreis gemacht. Und ich habe die Augen zu, die Hände in der Höhe und schrei ganz laut in die Zungen und gesungen habe ich. Mache ich meine Augen auf und die schauen alle zu mir. Habe ich nicht gewusst, dass es andere Christen gibt wie mich. Und wisst ihr, was dann war? Da war ein Häuptling von denen. Der hat mich eingeladen nach Hause. Dann komme ich zu dem nach Hause, weil mein Bekannter gesagt hat, fahr mit, das wäre unfreundlich, wenn nicht. Ein bisschen Muffe habe ich schon gehabt. Dann komme ich bei dem in Haus rein, das war ein Christ, aber die Frauen bei denen haben nichts zu sagen, die haben sie nicht zu unserem Tisch setzen dürfen. Aber am Tisch, Spohschweineln, alles voll mit Essen. Und dann haben wir die Fleisch erkaut, das hätte für 4 Wochen gereicht. Ich war schon kurz vor dem Brechen. Wieder Fleisch, Fleisch, Fleisch. Und der hat mich eingeladen, weil er so begeistert war, weil ich einfach in Zungen gesungen habe. Das kennt ihr nicht, das haben die nicht gekannt. Und so sind halt die Abenteuer gegangen. Und dann habe ich aber wieder meine Frau nicht gefunden. Die eine habe ich gewusst, die ist nicht. Nein. Dann bin ich in den Wald gegangen, weil immer wenn ich gewusst habe, jetzt ist irgendwas, Gott will mir was geben, dann habe ich das innere Zeugnis, dann weiß ich, die Ernte ist jetzt reif. In unserem Geist wisst man das, wenn eine Ernte reif ist. Und es ist der Tag gekommen, wo ich wusste, die Ernte für meine Frau ist reif. Dann bin ich in den Wald gegangen, habe in Zungen gebetet, habe gesagt, Herr, jetzt zeigst du mir, wo ist meine Frau? Ich habe das innere Zeugnis, dass da ist. Wo? Habe gebetet. Und dann habe ich gewusst, habe ich eine Bekannte gehabt, die hat so einen kleinen Hauskreis gehabt. Da habe ich gewusst, da muss ich hinfahren. Und da habe ich meine Frau dann kennengelernt. Lange Rede, kurzer Sinn. Aber wir sind zusammengekommen, weil wir beide das Wort Gottes hören wollten. Und deswegen haben wir heute noch, jetzt wird es 14 Jahre, haben wir wirklich nur eine glückliche Ehe. Weil wir nicht, bei mir war es halt schon so, dass ich natürlich meine Frau suchen wollte, aber der Hauptgrund war immer das Wort Gottes. Ich habe genau gewusst, der falsche Frau konnte die ganze Berufung, oder falscher Partner, Frau oder Mann, egal, konnte die ganze Berufung fertig machen. Und das habe ich gewusst. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt, wo ich gar nicht gewusst habe, dass das überhaupt meine Frau ist. Das habe ich gar nicht gewusst. Aber es hat sich dann irgendwann herauskristallisiert. Aber, weil wir zusammen das Wort Gottes gehört haben. Halleluja. Und ich könnte mir heute nicht, ohne meine Frau, könnte mir nichts mehr vorstellen. Ich könnte nicht einmal eine Woche in Urlaub fahren ohne meine Frau. Komme mir vor wie ein Krüppel ohne meine Frau. Ich war früher totaler Macho. Ich habe zu ihr gesagt, wie ich es kennengelernt habe, die Frau muss dem Mann gehorchen. Heute denke ich mir, ich habe mich verhalten wie ein kleiner Bub. Was mit den Jahren lernst du dazu? Frau ist ja nicht irgendein Wesen, wo ich sage, hey, du musst mir jetzt putzen, du musst mir das machen. Die ist ja mein Gegenüber. Die hat Gaben und Talente in sich, ohne die ich gar nicht zurechtkommen würde. Halleluja. Also ich kann jetzt das nach der langen Zeit eh sagen, ohne meine Frau wäre ich 50%. Halleluja. Preis dem Herrn. Naja, und auf jeden Fall über die Jahre habe ich gelernt, was es bedeutet, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Dass die Zeit mit Gott nicht immer, wie soll ich sagen, ist herausfordernd. Es ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, weil du wirst gedehnt. Stretching. Und voll Veränderung in dein Leben kann nur stattfinden, wenn du viel verändern lässt. Also, wenn du dein Herzen verschließt vor Veränderung, dann wirst du immer auf dem Level stehen, wo du angefangen hast. Aber das will ja keiner. Leute, die wo schnell wachsen, die wo wiedergeboren sind, voll Feuer und in dem Feuer bleiben und weitergehen, die haben rasche Ergebnisse. Die brauchen nicht 20 Jahre warten, bis sie mal einen Durchbruch haben. Aber dann musst du diesen Level halten und noch erhöhen.
Halleluja. Also ich kann sagen, ich bin jetzt seit dem Jahr 2000 wiedergeboren. Mein Verhalten ist nicht immer super geistlich. Ich bin auch ehrlich mit mir selber und mit anderen. Aber in den 24 Jahren habe ich Gott immer besser kennengelernt im Alltag, wie du mit Menschen umgehst. Gott hat mir immer die schwersten Jobs gegeben, weil mein Fleisch immer die leichtesten Jobs wollte. Ich habe immer schwere Jobs gehabt. Ich habe wirklich schon Probleme mit dem Arm bekommen, wie ich an der Arbeit, Tennisarm und so weiter. Und das chronisch habe ich aber durch Bekenntnis und Glaube weggebracht. Aber wie soll ich sagen, das Leben ist herausfordernd mit Gott. Aber es gibt keine andere Qualität, die nur annähernd an die Gemeinschaft mit Gott herankommt. Das Wort Gottes. Schaut mal, wie wir das behandeln. Für viele ist das nur die Bibel. Für mich ist das keine Bibel nicht. Für mich ist das Wort Gottes. Und Gott ist immer gegenwärtig. Er ist der Ich Bin, der ist jetzt gegenwärtig. Wenn du jetzt irgendein Problem hast, wo du vielleicht schon 20 Jahre mit dir tragst, dann ist Gott jetzt da, jetzt. Er sagt immer, ich bin. Halleluja. Und da drin hat er Lösung für jedes Problem von dir. Halleluja. Das Wort Gottes sagt uns, passt mal auf. Das ist das, manchmal nehme ich lieber die alten Notizen noch. Ich bin ein bisschen oldschool. Ja, siehst du, jetzt kennst du gleich Geduld üben. Schatz, in dem Buch, das geschriebene Wort, ist der Logos. Aber wenn Gott zu dir spricht, lebendig, dann ist das Rema-Wort, dann ist es so, dann springt dir das Wort direkt in dein Auge rein. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal, ich war in München beim John Angelina in der Gemeinde und da war ich vielleicht ein halbes Jahr Christ. Und jedes Mal, wenn der Mann gepredigt hat, hat ich gemeint, der spricht nur zu mir. Ich denke, aber wie gibt es das? Der spricht, der kennt mich gar nicht, der spricht immer zu mir. Weil das jedes Mal haben mir Gott Rema-Worte gegeben von dem Prediger. Jedes Mal. Also, das Wort Gottes, das muss für dich lebendig werden. Und dann tust du nicht Seite für Seite durch, dann betest du in Zungen und schaust auf die Seite, wo Gott zu dir sprechen will. Und dann spricht er aktuell zu dir. Halleluja. Schaut mal, Gottes Worte sind Samen der Glückseligkeit. Lukas 11, 28 steht, er aber sprach, glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Pass auf, das Wort hören ist ein aktives Wort. Das ist nicht so, hören, oh, wenn die Predigt nur schon wieder aus war. Das ist kein aktives Hören. Aktives Hören ist, du öffnest dein Herz, dein ganzes Wesen streckt sich aus, um von Gott zu hören. Das ist aktives Hören. Schaut's. Glückselig. Und jetzt sage ich mal, was das Wort glückselig bedeutet. Weil ich bin ein einfacher Mensch. Ich weiß nicht immer, was die meinen. Glückselig. Für mich heißt das glücklich. Aber da ist voll mehr drin. Passt mal auf, was da drin ist. Also, es bedeutet ausgeglichen, ausgelassen, begeistert, beglückt, beschwingt, erfreut, erleichtert, frohgestimmt, fröhlich, munter, optimistisch, selig, sonnig, sorglos, überglücklich, unbekümmert, unbeschwert, ungetrübt, voller Freude, von Glück erfüllt, zufrieden, freudevoll, euphorisch, aufgedreht, aufgekratzt, gut drauf, happy. Das ist alles da drin. Aber wenn es da drin ist und auf deinem Regal verstaubt, dann gehst du rum wie ein alter Christkram. Oh, ich bin so schwach. Mag ich gar nicht aussprechen.
Also, um so zu leben, glückselig zu leben, brauchst du diese Samen der Glückseligkeit in deinem Spirit, in deinem neu geschaffenen Geist. Wenn du lernst, das Wort Gottes aktiv zu hören, in deinem Geist zu empfangen, dann musst du es bewahren in dir. Da steht im Wort bewahren. Die Gottes Wort aktiv hören und bewahren. Das Bewahren ist sowas, wie wenn du 100.000 Euro irgendwo hast. Die wirst du bestimmt nicht auf die Motorhaube deines Autos legen. Weil dann waren es einmal 100.000. Die bewahrst du, die tust du irgendwo in einen Tresor rein. Und so sollen wir diese Samen der Glückseligkeit in unserem Spirit bewahren. Denn da drin bringen sie Frucht. Da wachsen sie auf einem guten Herzensboden. Halleluja. Also Sorgen kenne ich schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre kenne ich keine Sorgen nicht mehr. Ich kenne keine Sorgen, welche Rechnungen. Ich kenne überhaupt keine Sorgen. Ausgeglichenheit. Ausgeglichenheit bedeutet in dem Fall, du wirst nicht von jedem Wind hin und her gerissen. Einmal rennst du dahin, weil es da am meisten los ist, dann rennst du wieder dahin. Du achtest darauf, dass du immer den richtigen Weg gehst. Nicht von einem Extrem ins andere springst, sondern dass du ständig vorwärts gehst mit Gott. Halleluja. Ausgeglichen. Beschwingt. Früher war ich nicht nur beschwingt, da war ich auch nicht beschwipst, da war ich besoffen. Ab und zu beschwipst und jetzt bin ich mit dem Wort Gottes beschwingt. Halleluja. Erleichtert, froh gestimmt, fröhlich, munter, optimistisch. Leute, manchmal muss ich ein Beispiel geben für irgendwas, das kann ich manchmal nicht einmal aussprechen. Ich kann manche Dinge nicht mehr aussprechen. So wie zum Beispiel über irgendeinen finanziellen Mangel, das kommt nicht über meine Lippen. Weil ich jahrelang im Minus gelebt habe, auch als Christ. Ich war immer radikaler Geber, aber ich hatte jahrelang radikale Minus. Und irgendwann, aber ich habe immer gewusst, dass das funktioniert, Saat und Ernte, habe ich immer gewusst. Ich brauche nicht für Gold beten oder so. Ich sehe und ich ernte. Und so ist das ganze Leben. Alles, was wir sehen, unser Leben, das ist, wir sind selbst der Saat. Da geht es ja nicht bloß um Finanzen. Finanzen ist ein kleiner Bereich, wo Gott uns anvertraut, damit wir Gutes damit tun. Das Reich Gottes verbreiten. Halleluja. Nicht sein eigenes Reich bauen. Halleluja. Wenn wir nach dem Reich Gottes trachten, so die Dinge so zu tun, wie Gott sie tut, mit Menschen lernen umzugehen, wie Jesus mit ihnen umgeht und nicht unser Ego immer im Mittelpunkt stellen, dann wird Wohlstand von Haus auf in unser Leben kommen. Dann werde ich nicht so komische Fragen haben, soll ich einen Zehnten vom Netto oder Brutto geben? Wisst ihr, was unser Ziel ist? 90% zu geben und 10% wie ein König zu leben. Das ist mein Ziel. Also mit 10% geben, wäre ich gar nicht zufrieden. Das ist Kindergarten. Aber alles beginnt irgendwo. Es beginnt irgendwo. Halleluja. Was ich gelernt habe, was mir am schwersten gefallen ist, was du aber nur lernen kannst im Alltag, mit Menschen umzugehen, Charakter zu entwickeln. Charakter entwickeln ist nicht mit Geld zu bezahlen. Darum habe ich Gott mit den krassesten Leuten oft zusammengeschickt. In meinem letzten Arbeitsplatz, wo ich gehabt habe, da habe ich einen Arbeitskollegen gehabt, da habe ich 2 Jahre kämpfen müssen, dass ich nicht aufhöre mit der Arbeit. Ich habe abends mit meiner Frau nicht mehr reden können, weil der hat mich so vollgesurrt, 8,5 Stunden am Tag hat mich der vollgesurrt, dass mir der Kopf drin hat. Der hat nichts gearbeitet, nur surren. Den ganzen Tag Schmerzen. Habe ich gesagt, ja, das packe ich nicht mehr, der regt mich so auf. Und dann manchmal vergisst du schon, dass du Christ bist. Am liebsten mir jetzt mal packen und hinten schmeißen. Aber das geht nicht, weil wir sind ja Christen. Dann haben wir eine in der Firma gehabt, eine Chefsekretärin. In Bayern sagen wir, das war eine richtige Wadelbeißerin. Wenn du irgendeinen Fehler gemacht hast, ist der die schon nachgerannt. Oh, jetzt kommt die. Ab, schnell weg. Und die ist mir 2-3 Jahre lang nachgerannt, aber wegen irgendwelcher Fehler, halt Kleinigkeiten. Aber nach 2-3 Jahren habe ich die Frau schätzen gelernt, weil ich gesehen habe, was die für die Firma gemacht hat. Wenn diese Frau nicht so aggrat wäre in der Abrechnung und so, dann wäre die Firma nicht so groß geworden, wo sie jetzt ist. Und dann schaust du mehr auf das, was sie gut machen.
Das sind vielleicht 50 schlechte Dinge, aber ein, zwei gute Dinge, die wirklich hervorragend sind. Und dann habe ich die Frau immer mehr geschätzt. Und komischerweise, ich habe sie dann geschätzt, dann hat sie mich geschätzt. Das war cool. Und zum Schluss, muss ich sagen, haben wir eine super Arbeitsbeziehung gehabt. War wirklich toll. Aber das sind die Menschen, die wo die wirklich am meisten reizen. Wenn du mit denen lernst und mit Leuten, die wo spaßig haben und mit denen was super Zeit haben kannst, da kann ja jeder umgehen. Aber so richtige Problemfälle, die wo du wirklich manchmal hinterhauen willst, mit denen musst du das lernen. Das ist die Alltagsbibelschule. In der Bibelschule kannst du dir dein Fachwissen holen, wenn es in deinem Geist ist, ist gut. Wenn es in deinem Kopf ist, dann wird es nur, puh, wie gebildet ich bin. Ach, was ich alles weiß vom Wort. Aber wenn du das im Alltag nicht umsetzen kannst, bringt dir das nichts. Dann hast du bloß einen dicken theologischen Kopf. Also das ist das Wichtigste ist, dass wir lernen, das umzusetzen. Halleluja. Und ich sage euch eins, Schule und so, das war nie spaßig für mich. Hat mich nie interessiert. Aber wie ich Christ war, bin ich auf einmal das Wort Gottes studiert. Das hat mich dann interessiert. Studieren, richtig studieren. Ich habe früher angefangen, wie ich das Predigen angefangen habe, habe ich lauter Zetteln gehabt. Ich habe mir gemeint, du musst als Prediger mindestens 50 Schriftstellen predigen. Heute schaffe ich manchmal bloß eine Schriftstelle, weil ich nicht weiterkomme. Weil das so tief ist, so viel drin ist in einer Schriftpassage von Gott, ist so viel drin, da kannst du 2 Stunden predigen. Also wir sollen ja nicht durchhetzen durch die Bibel. Jetzt haue ich euch schnell 50 Dinge hin und zum Schluss weißt du gar nicht mehr, was der predigt hat. Als Prediger, wenn wir da vorne stehen, sind wir Seemänner oder Seefrauen. Ihr müsst lernen, eure Herzen zu öffnen, aber ihr müsst auch unterscheiden, was predigt der oder die. Predigen die das Wort Gottes oder irgendeinen komischen Schmarrn? Verstehst? Und wenn du merkst, das Wort Gottes wird verkündigt, dann musst du das in dein Herz lassen. Und lernen zu bewahren. Weil das Wort Gottes, manchmal wissen wir Christen gar nicht, was in uns ist. Wenn jeder von uns unseren Geist sehen könnte, dann seht ihr ein Geschöpf darin, das voll eine Feuerflamme ist. Eine Feuerflamme. Eine pure Feuerflamme. Auch unser Geist, der ist ewig, wie Gott ewig ist. In seinem Bündnis geschaffen. Halleluja. Und manchmal merkt man es, das mehr sollst du jeden Tag merken. Wenn du den Herrn lobst und preist im Geist, dann verbindest du dich mit ihm. Das ist herrlich. Halleluja. Preist den Herrn. Und da brauchst du nicht irgendwie, je mehr du verkopft an das andere bist, die Gemeinschaft mit Gott, je verkopfter das ist, desto weniger erlebst du Gott. Gott sei Dank bin ich ein ziemlicher praktischer Mensch und manche Sachen interessieren mich einfach nicht. Mich interessiert einfach nur, wie kann ich Gott erleben. Und das ist durch sein Wort, nicht durch Gefühle. Manchmal hast du Zeiten, wo alles trocken scheint, wo du auch keine Salbung spürst. Und trotzdem sind das Zeiten, wo du weißt, das Wort Gottes hat gesagt, ich soll das tun, da gehst du durch. Ohne, dass du irgendeine Kraft verspürst. Es sind so trockene Wüstenzeiten. Oder müssen wir durchgehen? Halleluja. Also da ist da überall volles Potenzial. Voll. Feuer, überall. Lauter Geister, die voll mit der Herrlichkeit Gottes sind. Und wir betrachten uns oftmals nach dem, was wir tun im Seelischen. Halleluja. So Verstand wird verändert durch das Wort Gottes. Je mehr wir uns mit dem Wort Gottes einlassen, je mehr wir über das Wort Gottes nachdenken, desto mehr geht uns das Wort Gottes im Fleisch und Blut über. Halleluja. Preis dem Herrn. Ein Mensch, dessen Herzen mit Gottes Wort gefüllt ist und der sich nicht rauben lässt, ist ein Mensch, der unbeschwert, sorglos, voller Freude und doch voller Weisheit, ungetrübt und optimistisch den Weg geht, den der Herr ihn leitet. Halleluja. Sprüche 1,33 sagt, wer aber auf mich hört, der wird sicher wohnen und kann ohne Sorge sein, muss kein Unheil fürchten. Hey, ihr müsst euch das so vorstellen. Gott umgibt dich ständig wie ein Mantel. Ich habe Sachen erlebt, was um Leben und Tod gegangen ist. Ich habe früh gelernt, auf geistliche Dinge zu achten. Ich habe immer viel in Zungen gebetet. Und manchmal nehme ich eine Last wahr. Das ist wie ein Druck auf meinen Geist, ein richtiger Druck. Und wenn ich weiß, der Druck kommt, dann muss ich in Zungen beten. Weil dann bringst du den Druck wieder weg.
Und das geht manchmal bis sogar bis auf meinen Kopf, richtige Last. Das mit der, mir ist schon passiert, unter dem Autofahren musste ich auf dem Rastplatz fahren, weil der Druck so stark war, da bin ich im Auto fahren können. Und mir ist einmal passiert, mit meiner Frau sind wir unterwegs gewesen und da war wieder so ein Druck. Dann sind wir am Parkplatz gefahren, haben wir einfach in Zungen gebetet. Und dann sind wir auf der Autobahn und auf der Autobahn war ein Unfall. Und ich bin seitlich rangefahren, da ist einer in der Böschung gestanden, bin ich auf dem Randstreifen, bin da raufgerannt zu dem Fahrer da, habe ich mit ihm gesprochen, der war noch gut beieinander, habe ich gesagt, geh raus, raus von dem Auto, ist zu gefährlich. Mein Auto steht am Randstreifen und auf der Autobahn sind noch Plastikteile gelegen. Und dann habe ich immer geschaut, wann Autos kommen. Dann bin ich schnell hineingerannt in die Autobahn, habe die Teile weg. Immer wenn kein Auto gekommen ist, aber auf der Autobahn ist schwer zum Einschätzen, wenn die mit 200 daherfahren. Und habe ich halt so viele Teile wie möglich auf die Seite. Und dann habe ich schon gesehen, ein Teil ist liegen geblieben, ein Kühler oder was. Da ist ein Auto reingefahren. Dann hat es den dreht und geschleudert. Wir sind Böschung hochgerannt. Ne? Und der fährt zu meinem Auto hin und bleibt so ein Stück vor der Anhängerkupplung stehen. Den hat es dreht und dreht und dreht. Der hätte uns alle, zu dritter waren wir, der hätte uns alle drei über die übergeräumt. Aber davor habe ich schon die Last im Geist gehabt. Und ich habe gewusst, das musst du durchbeten. Da musst du durchdrücken, bis wieder Freiheit kommt. Also das sind so Sachen, wo wir als Christen lernen müssen. Wenn du Dinge aus deinem Geist behandelst, dann kann es sein, dass du manchmal gar nicht in so Situationen kommst oder diese Situationen überwindest. Halleluja. Ich weiß nicht, ich habe das jetzt seit langem nicht mehr so erlebt, dass Christen nur regelmäßig viel in Zungen beten. Viel heißt ein paar Stunden. Nicht jeden Tag, aber so, dass du eine Stunde oder eineinhalb Stunden am Tag in Zungen betest, so ist ein Segen, kein Fluch. Weil du kannst Dinge in deinem Leben, Gott, du hörst auch Gott leichter in deinem Geist. Verstehst du? Weil das Wort Gottes sagt, dein Verstand wird fruchtleer. Weil manchmal ist unser Verstand so überaktiv. Oder wenn du in Zungen betest, dann wird dein Verstand ruhig. Weil eigentlich hören wir Gott nur im Geist. Weil er ist Geist. Außer er spricht außergewöhnlich durch in dein Ohr von außen. Aber Gott zu hören ist immer Geist zu Geist. Halleluja. Preis dem Herrn. Und dann ist, wer auf mich hört, der wird sicher wohnen. Er kann ohne Sorge sein, kein Unheil fürchten. Also ich habe viele solche Stories erlebt. Motorradunfall bewahrt. Und wirklich, dass mir ein Engel sogar über Motorrad, über Auto drüber kommen hat und alles Mögliche. Aber wichtig ist, dass du wirklich lernst, dein Leben zu leben aus dem Geist. Halleluja. Und es ist manchmal verrückt. Ich sage es euch, nein, nicht verrückt kann man nicht sagen. Es ist manchmal für die Vernunft verrückt. Wie ich wiedergeboren bin, meine Schwester hat Probleme mit dem Fuß gehabt. Wir haben voll mit meiner Schwester betet. Dann kriege ich den Eindruck, sie soll einen Schuh nehmen, den Schuh mit Wasser vollfüllen und soll einfach in den Schuh mit Wasser reingehen. Meine Schwester hat es gemacht und auf einmal war der Schmerz weg. So komische Sachen haben wir erlebt. Also total, du darfst nicht auf Vernunft gehen. Geist ist nicht Vernunft. Gott kann dir Dinge sagen, die deiner Vernunft total entgegenstehen. Halleluja, darum musst du lernen, auf den Geist zu hören. Halleluja. Wie lange habe ich überhaupt? Ich weiß gar nicht. Halleluja. Preis dem Herrn. Halleluja. Preis dem Herrn. Also, früher habe ich den Fehler gemacht. Ich habe nur Lehrbücher gelesen. Nur. Und eigentlich solltest du mal lernen, die Bibel zu lesen. Ne? Das Wort Gottes. Am besten, wenn du Lehrbücher hast, solltest du immer eine Bibel dabei haben. Und solltest die Schriftstellen, die drinstehen, mit der Bibel vergleichen. Weil du kannst ja alles Mögliche reinschreiben. Halleluja. Da habe ich ein kleines Zeugnis noch dazu. Das Minibuch von Charles Keffs, Gottes schöpferische Kraft. Das habe ich am Anfang immer programmiert. Ich habe auch schon oft gedacht, oh Mann, ist das mechanisch, bla 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 bla. Weil ich es gar nicht verstanden habe, was das bedeutet. Ich habe mir gedacht, das ist unser christliches Ritual, wirklich wahr. Aber irgendwann ist mir das bewusst geworden, dass das alles Samen sind, die du in deinen Geist einsäst.
Und dann habe ich mal ein Problem gehabt, musste ins Krankenhaus, habe eine Bauchspeicheldrüsenentzündung gehabt. Und auf einmal spreche ich im Krankenhaus wieder die Verheißung. Und die waren in meinem Spirit drin. Die sind immer wieder hochgekommen. Und die waren so kraftvoll, obwohl ich jahrelang das nicht mehr programmiert habe, war es in meinem Geist. Das ist hochgekommen, ich liege in dem Krankenhauszimmer drin, kann in dem Bett gar nicht mehr liegen, weil ich so voller Power war. Dann habe ich mir so eine Infusionswackel geschnappt, bin ab in den Hof und bin da im Hof um mich angefetzt wie ein Wilder. Sag ich zum Herrn, sag ich, was soll ich denn da rein? Ich kann da nicht mehr bleiben, ich möchte da raus. Dann haben sie mich entlassen. Aber das war noch gar nicht weg. Aber ich war so voll mit der Heilungssalbung, mit dem Wort der Heilung, dass mir das nicht mehr im Bett gehalten hat. Nach Jahren, obwohl ich das gar nicht mehr programmiert habe. Und letztes Mal habe ich, ja, ich habe durch meine Arbeit, ich war Landschaftsgärtner, viele Jahre, ich war selbstständig als Landschaftsgärtner. Und durchs Heckenschneiden und so habe ich mir eine chronische Entzündung gehabt im Arm. Und dann irgendwann habe ich mal angefangen, na okay, dann gehst du halt einmal zum Arzt. Ich bin nicht der Arzttyp, wo da gern hingeht. Dann habe ich mir gedacht, probierst du das halt einmal. Dann hat mir der so Antibiotikum verschrieben und ich habe das gegessen und sofort war der Schmerz weg. Naja, dann denkst du, ach toll, keine Schmerzen. Und dann habe ich das Backel gegessen, dann bin ich in der Apotheke und wollte mir gleich wieder Backel holen, weil das einfach praktisch ist. Ne? Weil ein Glauben musst du halt einmal ab und zu durchgehen durch Schmerzen manchmal. Und da war es halt praktisch, einfach das. Und dann ist mir aufgefallen, ich kann doch nicht das Antibiotikumzeug futtern, wie es matt ist. Das war dann so aufgefallen, das hat doch Nebenwirkungen irgendwie. Dann habe ich gesagt, okay, vorbei, macht man es doch wieder im Glauben. Und dann habe ich das alte Büchlein von Charles Capps wieder genommen und dann habe ich wieder angefangen mit den Verheißungen. Und das hat keine Woche gedauert und das war weg. Keine Woche. Also es ist gut, wenn du Handauflegung kriegst. Wenn du notwendige Heilung brauchst, dann kannst du nicht warten, bis du deinen Glauben aufgebaut hast. Es gibt Situationen, da musst du von heute auf morgen vom Krebs kalt werden. Und wenn du Handauflegung kriegst und der Krebs wird kalt, dann ist es gut. Aber selber muss jeder von uns lernen, durch Sprechen von Gott das Wort selber immer zu empfangen von Gott. Weil irgendwann ist keiner da, der dich hinterfliegt. Da musst du selber vom Wort empfangen. Und für mich ist das, das hat auch Jesus gesagt zum Hauptmann. Er hat gesagt, sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Der Hauptmann, Jesus hat gesagt, das ist, so einen großen Glauben hat er nicht gesehen, damals in Israel. Das ist die höchste Form, wo du selbst von Gott durchs Wort empfängst. Alles kannst du empfangen, was er verheißen hat. Du hast den Geist dazu, der kann empfangen. Du hast Ohren, die ist da ausputzt ab und zu. Dann kannst du aktiv hören, dann kannst du empfangen. Und du kannst alles, was er dir verheißen hat, in dein Leben erreichen. Aber wisst ihr, was Gott für einen Schlüssel gesetzt hat? Dass das nicht nur so ist, Heidi Witzka, heute möchte er Mercedes, morgen möchte er ein Bentley, Gott. Das ist eine Herzensangelegenheit. Wenn dein Herzen nach dem Reich Gottes tracht, nicht nach deinem eigenen Reich, dann kannst du in den Bereich reinkommen von Gott, wo dich der Wohlstand erschlägt. Also, wo dir Wohlstand nachjagt, dass du sagst, das ist zu viel. Aber das liegt an deinem Herzen. Halleluja. Es gibt nicht den schnellen Weg, reich zu werden. Den machen viele Menschen. Und der bringt aber Verdammnis und Verderben, der schnelle Weg. Halleluja. Ich bin froh für meine Frau. Ich habe überhaupt nicht sparen können. Heute kann ich mit Vollgeld umgehen, aber ich habe Jahre gebraucht, meine Frau hat mir das lernen müssen. Weil wenn ich heute 100.000 in der Tasche habe, dann ist mein erster Gedanke 100.000, 10.000 Opfer, 10.000 Zehnter und 20.000, 30.000 Opfer. Das sind heute meine Gedanken. Und wenn du nicht so mit Geld umgehen kannst, kann dir Gott gar nicht voll anvertrauen. Meinst du, dass Gott ein dreijährigen Kind $1 Million in die Hände drückt und der kauft sich 5 Ferrari davon, da rennt sie? Das passt nicht. Wir müssen alle wachsen. Lernen, nach Gottes Reich zu trachten. Halleluja. Ein Christentum, wahres Christentum ist nicht irgendwie ich, mir, meiner, am allermeisten. Es ist ein Leben des Dienstes. Und wir dienen Gott und Gott dient uns. Halleluja. Preis dem Herrn. Halleluja. Habe ihn fertig. Bei mir, wenn ich predige, mittendrin ist die Salbung weg und dann weiß ich nichts mehr. Fertig. Also.
Halleluja. So verändert Gott, gell? Menschen. Halleluja. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach eine Pause. Wir haben beim Büchertisch 10%, haben wir gesagt, geben wir jedes Buch, egal was ihr kauft. Und wir haben jetzt einfach mal eine Kaffeepause und um 16:30 geht es wieder weiter. Gell?